Mehr als einen Namen mit drei Buchstaben scheinen diese beiden nicht gemeinsam zu haben, denn der CSD hat in München nun die Stadtratsfraktion der CSU von der Parade zum Christopher Street Day am 22. Juni ausgeladen. Die Anmeldung der Münchner CSU für einen eigenen Wagen sei von den Veranstaltern abgelehnt worden. Der Ausrichter begründet das mit der grundsätzlichen Einstellung der Landes-CSU zu queeren Lebensformen. Und auch Söders Genderverbot könnte etwas mit dieser Ausladung zu tun haben. Von Seiten der CSU heißt es, das sei ein maximal kontraproduktives Verhalten. Ja, über diese Episode möchte ich sprechen mit dem freien Journalisten Reinhard Mohr. Hallo Herr Mohr, ich grüße Sie. Hallo Frau Droste. Ja, die Toleranz des Veranstalters des Münchner CSD ist offenbar endlich und hört eben genau bei der CSU dann auch auf. Wie bewerten Sie denn den Ausschluss der CSU von dieser Parade, auch mit den entsprechenden Begründungen? Ja, ist ein bisschen merkwürdig, weil vor genau einem Jahr hat im bayerischen Wahlkampf die CSU einen Querplan veröffentlicht, also Beratungsstelle, die sie einrichten wollten zur Beratung von LGBTIQ-People, teilweise auch inklusive Sexualberatung. Also die CSU ist ja, wie man sieht, weltoffen. Sie war ja auch in den letzten Jahren immer wieder dabei. Wir haben ja auch gerade im Film gesehen, selbst Siemens darf mitmachen bei der großen Parade. Es ist schon sehr merkwürdig. Das Ganze fing ja vor 45 Jahren an. Da waren es ein paar hundert Leute, es waren Schwule, dann später Lesben. Inzwischen ist es ein Massenspektakel. In Köln waren ja 1,2 Millionen Menschen vor 2 Jahren auf der CSD-Parade. Und alle wollen mitmachen bei dieser Vielfalt. Aber jetzt zeigt sich eben, dass diese Vielfalt ihre Grenzen hat, wenn man einfach bestimmte Dinge anders sieht als diese CSD-Organisatoren. Also das heißt, wenn ich das mal jetzt so weiter interpretiere, Sie sind damit absolut nicht einverstanden, dass man diesen Schritt seitens des Veranstalters geht? Nein, es ist, finde ich, ziemlich lächerlich. Da zeigt sich eben doch, dass in der Vielfalt auch eine gewisse Form von Einfall steckt. Die Regenbogenfahne ist ja inzwischen sozusagen zum Ersatzsymbol geworden. Wir haben auf der einen Seite rechtsradikal haben wir die Reichskriegsflagge und jetzt haben wir links oder linksgrün. Quer haben wir die Regenbogenfahne. Ich bin nach wie vor für Schwarz-Rot-Gold. Aber der entscheidende Punkt ist ja noch ein anderer. Die CSU könnte ja sagen, leckt mich doch. Wir machen unsere nächste Fronleichnamsprozession schön groß. Wenn wir nicht gewollt werden dort, dann eben nicht. Es gibt diesen komischen, seit langem beobachtbaren Opportunismus, dass irgendwie alle jetzt plötzlich queer, woke, PC sein wollen. Und wenn ich an F.J. Strauß denke, den ehemaligen großen CSU-Chef, der würde ja vom Himmel herunter nur sagen, seid ihr narrisch geworden. Das heißt, Sie finden auch die Positionierung der CSU in dem Punkt dann fragwürdig. Nun hat man ja auch überlegt, man zumindest öffentlich dann als Reaktion, wenn man auf der Parade nicht mitfahren darf, dass man dann auch gleich seinen ganzen Stand auf dem Christopher Street Day ebenfalls cancelt. Ist das dann beleidigte Leberwurst oder wie würden Sie das einschätzen? Ja, das Ganze ist halt einfach auch so ein bisschen lächerlich. Zumal ich ziemlich sicher bin, ich gehe eine Wette hier ein, dass auf dieser riesigen CSD-Demo irgendwo auch ein paar Palästina-Flaggen mitlaufen werden. Das ist dann eben erlaubt. Also ich glaube, man soll aus verschmähter Liebe niemanden hinterherlaufen. Die CSU hat sich da nicht zu verstecken. Und wenn etwas weltoffen und tolerant ist, dann ist es Bayern insgesamt. Also ich finde das alles so ein bisschen eine deutsche Vereinsmeierei. Man sagt im Kaninchenzüchterverein, der Herr Müller darf kommen und die Frau Lambrecht aber nicht, weil sie dieses und jenes anders sieht als wir. Ich finde das irgendwie eine sehr deutsche, ziemlich spießerhafte Angelegenheit. Die Metropole München wird da zur deutschesten aller Kleinstädte. Herr Mohr, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Gerne, vielen Dank. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.